Nach dem Tod von George Floyd in den USA haben die Black Lives Matter-Proteste auch Europa erfasst. In Frankreich nahmen Zehntausende an Solidaritätsdemonstrationen für Adama Traoré teil. Der 24-Jährige kam vor 4 Jahren in einem Vorort von Paris ums Leben, als Polizisten ihn festnehmen wollten. Adamas ältere Schwester Assa Traoré steht an der Spitze der Proteste in Frankreich. Mein Bruder wurde vom Gewicht von 3 Gendarmen niedergedrückt, 9 Minuten lang. Wir sind gegen Polizeigewalt, gegen rassistische und soziale Gewalt. Auch andere Fälle kommen ans Tageslicht. Das System, der Staat, will alle mit Migrationshintergrund aus dem Weg räumen. Wir sind Bürger zweiter Klasse. Jedes Mal, wenn ein Jugendlicher von der französischen Polizei getötet wird, wird das Opfer kriminalisiert. Das ist nicht normal, denn die Polizei hat kein Recht, Jugendliche umzubringen. David Debar ist der Vorsitzende einer französischen Polizeigewerkschaft. Er weist den Vorwurf struktureller rassistischer Gewalt in der Polizei zurück. Bürokratie und eine langsame Justiz. Es gibt keinen Raum mehr für menschlichen Umgang, für den gesunden Menschenverstand der Polizisten. Wir sind überlastet mit Tätigkeiten, die von allen als repressiv angesehen werden. Ich glaube, die Bevölkerung sieht nicht mehr die andere Seite der Polizei, nämlich die Prävention, die Präsenz, die Sicherheit und den Schutz der Bürger. Die Polizei wieder mit den Bürgern in Kontakt zu bringen, ist das Ziel des Vereins RAID. Polizeibeamte versuchen an ihren freien Tagen, Jugendlichen ihre Arbeit zu erklären. Die Polizei hat Rechte, aber auch die sogenannten kleinen Kriminellen haben Recht. Denn das Gesetz erlaubt es der Polizei nicht, Jugendliche zu verprügeln. Und die Jugendlichen haben auch kein Recht, sich daneben zu benehmen. Trotz Initiativen wie dieser wird es wohl lange dauern, das Vertrauen zwischen der Bevölkerung und der Polizei wiederherzustellen. Valerie Goria, Paris, Euronews.